Hallo, ich möchte dir heute drei einfache Schritte zeigen, die ich meine sehr helfen werden, dass du deine längeren Eisen besser treffen wirst. Okay, so ich bin ja an einem Par 30, 160 Meter. Etwas Wind vorne von der Seite, so ich habe mein Eisen 6 genommen. Und es ist natürlich wichtig, dass man den Ball einfach gut trifft, damit man das Grün trifft, damit die Länge stimmt und auch damit die Richtung stimmt. So, ich komme gleich zur Sache. Die erste Sache, die wichtig ist, ist, dass du dich richtig drehst. Dass du dich sogar so weit drehst, dass der Rücken ein bisschen zum Ziel zeigt. Aber bitte ohne deine Wirbelsäule Winkel zu ändern. Und der einfachste Weg, das zu erreichen, ist einfach, nimm dir Zeit beim Ausholen. Manchmal sind unsere Rückschwünge so schnell, dass wir keine Zeit haben, richtig auszuholen. So ruhig ausholen. Dann der zweite Teil. Ich mache jetzt einen Schlag. Oh, wenn man Eisen gut trifft, ist der Klang so schön, oder? Okay, was ich da gemacht habe, ich habe den Abschwung langsamer gestartet. So wichtig. Wenn du es schaffen kannst, deinen Abschwung langsamer zu starten, wirst du automatisch die richtige Ebene finden. Viele Golfer trauen sich einfach nicht mit den Eisen. Die meinen, ach, ich werde den Ball nicht treffen, deswegen muss ich den ein bisschen mehr Druck geben. Und sofort da verlässt man dann leider die Ebene und dann wird es nur Käse. Dann schwingt man zu steil, man bremst und alles Mögliche. Okay, so bewusst den Abschwung langsamer starten. Das wird nicht dafür sorgen, dass du kürzer wirst. Im Gegenteil, du wirst besser treffen, wenn du Teil 3 auch schaffst. Und Teil 3 ist, durch den Ball die Hände frei zu lassen. Lassen. Nicht bewusst entwinkeln, aber diesen Winkel wollen wir nach dem langsamen Starten lösen durch den Ball. Das ist auch wichtig, weil meine Erfahrung ist, dass meine Schüler da gerne steif sind und die vordere Kante kommt ins Spiel. So, ich werde mir Zeit nehmen beim Ausholen. Ich werde den Abschwung sanft starten. Und dann werde ich mich trauen, meine Hände frei zu lassen durch den Ball. Ich denke, das wird dir helfen. Vielleicht jetzt noch einen Schwung von vorne in Zeitlupe. Und dann geh bitte, probier das aus und ja, bekomm Vertrauen in dein Eisen. Die sind so tolle Schläge. Tschüss.